So, Leute, wir machen hier weiter in Golden Sun. Und ja, jetzt sind wir auf dem Weg, uns wieder der Story zu widmen. Und jetzt muss ich mal ganz stark überlegen, wo wir hin müssen. Also, ich weiß, wo wir hin müssen. Also, dass wir jetzt so Hallo wissen müssen. Was ich allerdings jetzt gerade nicht mehr weiß, so aus dem FF, wie ich da hinkomme. Was jetzt gerade ein bisschen doof ist. Egal, ich gucke einfach mal. Ich gehe einfach nach unten und das wird. Ach, okay, schon gut. Hier sind wir. Fertig, yay. Passage von Gondoban. Und da ist er ja, Idolm. Ich habe auf dich gewartet, Isaac. Du solltest so schnell wie möglich zu Barbys Leuchtturm gehen. Gut, okay, komm mit. Juhu, wir haben einen neuen Gefährten bei uns, der uns nicht helfen wird. Kann, möchte, alles wie auch immer. Oh mein Gott, neue Gegner, Kriegerbiene! Idolm, greif an! Ich beschwöre Idolm. Das geht leider nicht, schade. Gut. Und hier ist ein kleines Dorf. Und dieses Dorf nennt sich Suhala. Wow. It's so awesome. Gut, was es hier gibt, nix eigentlich. Nee, nicht wirklich. Gucken wir uns hier mal um, zeige ich euch ein bisschen was oder nein. Also, um euch sozusagen, hier können wir uns dann ein bisschen erholen, wenn wir uns erholen wollen. Also ihr seid in. So. Okay, auf jeden Fall gehen wir jetzt weiter runter. Okay, hier ist die Wüste von Suhala. So, wir aktivieren schon mal, jetzt den Regenschauer, den werden wir nämlich gleich noch brauchen. Oh ja, oh ja, oh ja. Und zwar genau bei solchen Momenten. Oh mein Gott. Ein Sandsturm. Wenn wir in einen hineingeraten, haben wir ein Problem. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Warum gibt es so viele? Wenn wir hier nicht vorbeikommen, gelangen wir nie zu Barbys Leuchtturm. Wenn wir diese Wüste entkommen wollen, müssen wir vorsichtig voranschreiten. Jupp, also rein. Yay, Regenschauer. Wuhuhuhu. Life spin me right round, baby, right round. Okay, ich weiß nicht, wie viele Tornado-Echsen aushalten. Es gibt ganz schön viele von den Dingern hier in der Wüste. Also von diesen Echsen. Und wir werden später auch nochmal in diese Wüste zurückkehren, denn es gibt hier noch etwas für uns zu erledigen, sage ich mal. Allerdings müssen wir dafür erst noch eine Psynergie finden. Das heißt, ich werde noch nicht dahin gehen. Ich meine natürlich die Schutzinsel. Spoiler. Okay, wie gesagt. Und yay, wow, viele Attacken. Viel Erfahrung, dachte der Gute. In den schmalen Passagen sind immer diese Echsen. Wie zum Beispiel solche. Hallo Manticore. Ne, Magikore heißt hier, okay. Ja, dann eben Magikore. Mir doch egal. Eishorn einfach in die Mitte sollte reichen. Wobei. Na, ich will nicht zu optimistisch sein. Okay, doch, es reicht, definitiv. Das kleine Vieh ist schon tot und Garrett gibt den anderen jetzt den Rest. Hoffe ich. Bam! Garrett, warum bist du so scheiße langsam? Nein! Ihr seid doch Arschlöcher. Oh, wie unfair. Genau auf Garrett. Gut, aber Ivan gibt den Rest und mir auch. Nein! Penner! Bam, okay. So. Mann! Wunsch. Schön. Zack und hoch und Regenschauer und yes und bam und wow und what the fuck und wow, die haben mein gestern. Nein, das war schon wieder geklaut. Gut, dann machen wir eben so Ragnarök, Hitzewelle und normal angreifen. Wow. Zack. Ey, cool, Mia ist wieder schneller als Isaac. Bam, Ragnarök. Und bis Garrett jetzt mal dran darf, kriege ich wieder auf die Fresse von dem Echsenvieh. Nein. Und bist du tot? Schade. Na gut, Ivan, zeig mal so drauf, was man macht mit einem normalen Angriff die Echse kaputt. Das wäre echt das Größte, was du jetzt tun könntest, was du natürlich nicht tust dann. Weil das Größte wäre, was du tun könntest. Aber egal, die Wüste hier ist sehr gut, weil die Gegner hier sind verdammt stark, wie man sieht. Und heißt, die bringen viel Erfahrung. Gut, ja, wobei, nein, ich möchte ungern mit mir so viel Psynergie vergeuden. Also greift die einfach mal normal an. Juhu. Oh mein Gott. Okay, das war mein Handy. Hitzewelle, schmetter dir auf die Mütze, du kleines Drecksvieh. Okay, gleich bist du tot. Und der hat mich verflucht, sich jetzt erst. Zack. Nee, nicht schlafen. Nicht schlafen! Warum? Boah, geh doch mal kaputt, Mann. Scheiße, warum sind Mimics immer so stabil? Immer, egal in welchen Spielen. Ah, genau, verflucht meine ganze Mannschaft. Du bist doch echt. Jetzt gib mal den Todesstoß hier. Oh Gott, ey. Wow, ein Wunder der Nation. Okay. Ich mach mal ganz kurz. Wow. Ganz kurz hier Pause in diesem Tornado da am besten, Leute. Ich bin sofort wieder zurück.
So, Leute, wieder an dieser Stelle jetzt. Und jetzt direkt bitte den scheiß Regenschauer da aktivieren, damit wir bloß nicht wieder zurückgebracht werden. Ich war doch gar nicht so lange drin. Ich hab gar nicht so lange gewartet, Mann. Das war dumm. Egal. Gefrierbrand. Und Tornado-Echse. Mia greift an. Wow, awesome. Ivan greift an. Ne, Isa greift an. Warte, Ivan. Yay, yay. Bam. Okay. Aufs Gesicht gegeben. Da schmettert er mir seine Kralle ins Gesicht. Ich glaub, er hackt. Bam. So. Wir gehen jetzt hier weiter. Ja, ganz viele Tornado-Echsen und ganz viele Tornados und ganz viele Wirbelstürme. Ganz viel Wüste, ganz wenig Zeit. Ja, ganz wenig Zeit, wobei, na doch. Das geht alles. Ich bin gespannt, wie weit wir hier vorschreiten. Hoffentlich noch bis zum Mars-Gym. Bam. Und bam. Und komm, schmettern wir einfach alles drauf, was wir haben. Blitzedings. Und eine volle Angriffswelle mit allen Kräften, die aktiviert werden, reicht trotzdem leider nicht aus, scheinbar, um diese Echse in den Boden zu stampfen in einem Zug. Und vor allem nicht, wenn sowas passiert. Gut. Mia heilt sich komplett. Ach, und das bringt so viel Erfahrung, diese scheiß Echse. That is so awesome. Gut, so, nächstes Gebiet. Hässliche Gegner. Ganz schön verdammt hässliche Gegner. Zack. Yay, Tornado. Zack, zack, zack. Dann gucken wir, ob wir es überleben. Ich bin gespannt. Ich glaube... Ich bin jetzt mal auf die Mist und sage nein. Na, tatsächlich, überleben es nicht. Juhu! Hitzesturm, Garrett, gib ihm den Rest. Wow, awesome. 444. Das ist tiefgründig. Also die Zahl an sich. Oh, da ist eine Kiste, da wollen wir hin. Sag ich jetzt einfach mal. Ja, wollen wir. Bam, 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 bam. Tornado-Echse. Wow, wer hätte es erwartet? Das kommt jetzt total überraschend für mich. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Isaac greift an. Tornado-Echse greift an. Ja, diese Wüste. Ich mag... Wobei... Ich weiß nicht so genau, wie ich zur Wüste stehe. Ich weiß, wie ich zu Wasserorten stehe, wie zum Beispiel Wassertempel in den sämtlichen Zelda-Spielen. Ich liebe Wasser, aber ich hasse irgendwie Wassertempel. Das ist komisch. So ein bisschen, finde ich jedenfalls. Aber na egal. Da-da-da-da-dam. So, wir wollen da zur Kiste, weil wir zur Kiste wollen. Wir wollen Kisten einsammeln und Kisten sind schön. Zack, Worms. Yay, hallo Tornado-Echse, mal wieder. Welcome back. Bam. Und Todesgefahr und komm, Kampfgeist, schade. Schade, schade, schade. Ich dachte, ich kann dir wieder deinen Kampfgeist rauben und dann wärst du wieder nur noch eine leere Hülle voller Nichts. Eine leere Hülle voller Nichts. Ja, auch das ist tiefgründig. Um jetzt mal damit zu überspielen, dass ich gerade nicht nachgedacht habe darüber, was ich gesagt habe. Aber hey, das soll ja egal sein. Zack, und weg ist er. Toad. Hilfe. So, Isaac öffnet die Truhe. Ein Keks erhalten. Yay, awesome. So, wir nehmen einen Keks und PP-Maximum. Mia, das ist für dich wichtig. Lebenswasser, wer hat nochmal das ganze Lebenswasser? Mia, ne? Ja, gut. Dann kriegen wir auch dieses Lebenswasser, was natürlich voll viel Sinn ergibt. La 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 la. Yeah, 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 yeah. Oh mein Gott, ein Magikor. Zack, bam. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich aufnehmen kann. Gott, ich muss mich gleich mal heilen, wir kommen, ich hier die ganze Zeit aufs Gewicht kriege. Hilfe. Aber gut, wenigstens bringen die Gegner viel Erfahrung. Ich meine, wir sind jetzt Level 21 mit jedem Fragezeichen. Nee, Ivan natürlich nicht. Ivan natürlich nicht. Das muss ja der Einzige sein, der bei Satoros gestorben ist damals. Was schon einiges ausgemacht hat zu dem Zeitpunkt jedenfalls. Ja, da denn. Ah, gut, da ist der Megatornado, der uns zur Insel bringt. Und gut zu wissen, denn hier ist auch gleich das ein anderer Ort, wo ich hin möchte. Dam, da, 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 dam. Hallo, Felstroll. Wie ist die Felstroll? Ja, Felstroll. Ison. Yay, Epizentrum, Epic-Zentrum, wie auch immer. Zack, zack, und jetzt noch einen Hitzesturm und ihr seid wahrscheinlich nicht tot. Doch, doch, wow. Cool. Geil. Okay, Enthüllung. Yay, Fußspuren und eine... Da ist er ja. Hallo, Marfgen. Woo. Okay, der will kämpfen, das weiß ich noch. So, zack, wir speichern einmal. Wir wollen ja nicht, dass irgendwie welche bösen Sachen passieren. Zack, und hallo, Marfgen. Wow, 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 wow. Attack me, you no nose. Okay, Kiesel. Lohe. Böhe. Pin. Yay. Zack, zack. Wow. Awesome. Bam. Oh, nochmal Kiesel draufhauen. Zack. Ich weiß nicht, wie du aushältst. Hoffentlich bist du jetzt direkt kaputt. Ja. Schön. Und Ivan erreicht sein Level. Sein wohlverdientes Level. Na, wohlverdient. In Anführungsstrichen. Sehr wohlverdient.
So, damit hätte jeder seinen sechsten Gin. Das heißt, es fehlt jeweils nur noch ein Gin. Zack, ich habe gerade die taffen Kombinationen nicht mehr auf meinem Controller drin. Okay, Flamme ist ähnlich wie Granit eigentlich und er wird vom Krieger zum Champion und kriegt wieder einen enormen Status-Boost. Wow, seine Geschwindigkeit verändert sich fast gar nicht. Egal. Leute, ich mach mal hier einen kurzen Schnitt. Bis gleich.